Frisch auf, liebe Leute, und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute geht meine große Reise los. Heute geht es Richtung Schwarzwald. Aber es gibt noch ein bisschen was zu tun, ein bisschen was vorzubereiten. Ich werde euch im Vorhinein so ein bisschen was zeigen, was ich so mitnehmen werde. Einen Großteil habe ich tatsächlich zu Hause schon gepackt und nicht gefilmt. Werde ich aber heute Abend dann im Hotelzimmer, wenn ich angekommen bin, euch auf jeden Fall zeigen. Und das Erste, was wir jetzt machen werden, ist, ich werde jetzt einmal mit dem Auto hier nach Hause fahren. Dann werden wir einmal zu Fuß nach Oroka laufen, den Mietwagen abholen und andere Formalitäten dort klären. Und dann zeige ich euch das Auto und dann werde ich die ein oder andere Vorrichtung anbringen am Auto, um das entsprechend auch filmisch festzuhalten für euch. Und so wünsche ich viel Spaß mit diesem Road Vlog in den Schwarzwald und schön, dass ihr dabei seid. Auf dem Weg nach Oropka, noch einige Kilometer zu Fuß, macht aber auch nichts, passt zeitlich alles. Ich habe da auf jeden Fall auch keinen Stress. Ich kann ja vielleicht mal so ein bisschen erzählen, wie ich hier filme, wie ich diesen Vlog filme. Ist vielleicht auch ganz interessant. Ich habe erst überlegt, das mit dem S10 zu filmen, mit verschiedenen Stativen und Halterungen und was weiß ich. Und teilweise mit externem Mikrofon und so weiter. Aber das ist teilweise so kompliziert. Dieses Umstecken und sowas alles, da habe ich auch keine Zeit und keine Lust zu, ehrlich gesagt. Möchte so einfach wie möglich halten. Deswegen filme ich jetzt diesen Vlog mit dem S20 FE. Einem kleinen Stativ, nichts Wildes. Werde aber einen kleinen Selfie-Stick auch noch mitnehmen, weil das doch ein bisschen einfacher zu handhaben ist, zu halten ist als jetzt. Aber für Fahrszenen und sowas alles werde ich dieses ganz kleine Stativ hier nehmen. Ich habe auch eine Saugnapfhalterung zu Hause, die werde ich auch noch ausprobieren gleich. Wie gesagt, möchte es mir aber so einfach wie möglich halten. Ja, und die beiden Wanderungen entsprechend mit der Osmo Action, mit der Mini 2 natürlich, sofern es erlaubt ist. Und ich bin mal gespannt, was das gleich für ein Auto wird. Ich habe die kleinste Kategorie gebucht und reserviert. Also es dürfte so Fiat 500 in dem Dreh sein. Ist also auch wirklich nichts Wildes. Also würde ich sagen, auf geht's, Europcar, keine Werbung an dieser Stelle, alles selber bezahlt oder wird selber bezahlt. Und dann lassen wir uns mal überraschen, was das für ein Auto wird. So, liebe Leute, jetzt auch in echt. Ich habe hier gerade irgendwie den manuellen Modus aktiviert, keine Ahnung, wie das geht. Es ist ein Golf der Extraklasse mit Automatik, mit HUD-Display und tralala und so weiter und so weiter. Ihr müsst euch mal überlegen, ich habe die kleinste Kategorie gewählt, ja, für etwas mehr als 80 Euro und da waren nur 900 Freikilometer drin und jetzt habe ich einen Golf, der, ja, ich schätze mal 2-3 Stufen höher ist, inklusive aller Freikilometer für 99 Euro. Ist das geil? Also, ich will jetzt nicht sagen, dass ich Fan von Europcar bin, aber das ist sicherlich auch abhängig von Station zu Station. Aber ich finde es einfach toll, wie kundenorientiert das für mich immer rüberkommt, wie das zu sein scheint. Also ganz ehrlich, es hätte wirklich nicht besser kommen können. Ja, Automatik, gut, ist jetzt ein Diesel, ob das jetzt gut oder schlecht ist, sei mal dahingestellt. Ich bin mir auch sicher, es wird die Frage aufkommen im Video, warum ich nicht mit meinem eigenen Auto fahre. Das liegt einfach daran, das Auto, was wir privat nutzen, hat halt schon einige 100.000 Kilometer auf dem Buckel und ist auch nicht mehr der schönste und auch nicht der bequemste. Ja? Für so kurze Stadtfahrten und sowas reicht das vollkommen aus. Aber für längere Strecken, so wie jetzt in Schwarzwald, ja, das ist eine Strecke, das sind 400 Kilometer. Da macht es durchaus auch Sinn, ein bisschen Geld zu investieren und zu sagen, komm, nehme ich mir halt einen Mietwagen. Ich sehe gerade, der Diesel pro Liter liegt bei 2,10 Euro, wohingegen der Super bei 1,99 liegt. Bei Super E10 war das jetzt bei 1,99. Dahingehend ist es auf jeden Fall eine teurere Sache. Der Tank zeigt mir an, der hält 810 Kilometer. Ich werde natürlich entsprechend auch vorsichtig und ruhig und anständig fahren, um möglichst kraftstoffsparend dahin zu kommen und zu den Zielen zu kommen, wo ich hinfahren möchte. Und so weiß ich auf jeden Fall jetzt schon mal, wie ich meine Kamera platzieren kann, wie ich sie positionieren kann, ohne dass es hier großartig Probleme gibt, in Anführungsstrichen. Der Platzraum
ist natürlich riesig im Vergleich zu unserem Auto. Also wenn ich jetzt die Hand ausstrecke, dann wäre ich bei unserem Auto auf jeden Fall schon an der Seitenscheibe. Hier auf jeden Fall nicht. Ich habe hier oben auch nochmal ein Panoramafenster und ach, was weiß ich, was ich nicht alles habe. Also richtig toll. So kann auf jeden Fall der Trip in den Schwarzwald beginnen. Ich freue mich auf jeden Fall. Jetzt geht es erstmal nach Hause an weitere Vorbereitungen. Vielleicht montiere ich wirklich noch die Halterung da dran, aber ich glaube fast nicht. Also freut euch auf, wie gesagt, ein tolles Schwarzwaldwochenende mit zwei Wandervideos und diesem Video. Und so würde ich sagen, geht es jetzt erstmal nach Hause. Weitere Vorbereitungen treffen und dann melde ich mich zu gegebener Zeit nochmal bei euch wieder. So, ich bin gerade in den Vorbereitungen, so ein bisschen zusammenzupacken. Ich werde zwei Rucksäcke mitnehmen, eins für Wechselwäsche, sozusagen einen Hotelrucksack und einen weiteren für die Wanderungen. Werde das entsprechend auch so vorbereiten, dass ich da nicht großartig rumräumen muss und rumpacken muss. Ihr seht hier auf der Seite einmal verschiedene Leckereien für die Wanderung. Ein bisschen Kochzeug mit dabei, ein bisschen fürs Mittagessen, fürs Frühstück. Samstagmorgen, wenn ich da früh morgens auf der Hornisgrinde oben sein möchte, dann habe ich leider keine Zeit gehabt zum Frühstücken, weil der Frühstücksbereich da in dem Hotel erst um 6.30 Uhr öffnet. Da werde ich höchstwahrscheinlich schon unterwegs sein. Deswegen werde ich mir ein weiteres Tactical Food Bag zubereiten. Rice Pudding and Berries. Rice Pudding mit Beeren. Ist extra ein Frühstück. Ich bin mal gespannt, wie das schmeckt. Ich hoffe es zumindest. Ich werde natürlich nicht mich auf die Art dieser Nahrung hier beschränken, sondern ich werde natürlich möglichst versuchen, da ordentlich zu essen. Ja, da gibt es sicherlich genug Lokale und Restaurants oder gastronomische Einrichtungen, wo man sich entsprechend versorgen kann. So, hier seht ihr im Prinzip alles an Wechselkleidung. Ein Föhn. Ich habe schon Hotels gehabt, da gibt es keinen Föhn. Ich habe aber genauso gut auch schon Hotels gehabt, da gab es einen Föhn. Die Bartträger von euch, die werden wissen, wovon ich rede, wenn du morgens aufstehst und dein Bart aussieht wie Hulle. Also ich kriege den nicht ordentlich hin, ohne einen entsprechenden Föhn und eine Bürste. Zahnpasta, Duschzeug, da setze ich komplett auf mein Wander-Equipment. Das passt so sehr gut. Deo habe ich hinten noch. Das Einzige, was noch fehlt, ist ein bisschen Haarspray. Da werde ich mal gucken, ob wir gleich im Badezimmer noch so eine Reisegröße haben oder sowas in der Art. Und das werde ich jetzt dann einpacken in verschiedene Rucksäcke, wie gesagt. Aber bevor wir das machen, kommen wir dann noch zum Elektronik-Part. Und zwar so verschiedene Taschenlampen, Videobeleuchtung, das erkläre ich euch jetzt. So, und da seht ihr einmal den Elektronik-Part, eine Powerbank, Ladegerät habe ich da hinten mit bei, fürs Hotel, entsprechende Kabel, auch für die Uhr. In der Tasche sind noch entsprechend Videolicht drin, Taschenlampen sind da noch drin, ein Ersatzakku mit Ersatzspeicherkarte ist noch mit drin. Ja, ganz klassisch die Osmo Action auch, mit dem entsprechenden Mikrofon, dem langen Selfie-Stick und die Drohne auf jeden Fall, die ich dann entsprechend einsetzen werde, wenn ich es denn darf. Ne? Sollte ja jedem auch, glaube ich, klar sein. Und das werde ich jetzt entsprechend verpacken in die verschiedenen Rucksäcke. Ich glaube, damit bin ich sehr gut aufgestellt. Und ganz ehrlich, ich meine, ich bin 2 Tage da unterwegs oder heute Abend fahre ich los. Samstag, Sonntag komme ich wieder. Ja, das wird alles auf jeden Fall auch erreichen. Ich weiß aber auch aus Erfahrung, ich tendiere eher dazu, sehr viel mehr mitzunehmen, als eigentlich notwendig ist. Ich werde auch 2 Paar Schuhe mitnehmen. Einmal die Laufschuhe von Brooks und einmal die Jack Wolfskin Wanderstiefel. Und werde nach meinem Gusto entscheiden, welche Schuhe ich anziehen werde und welche eben nicht. Jetzt fällt mir spontan noch eine Jacke. Ich werde auf jeden Fall für morgens, weil es doch eventuell recht frisch sein könnte, auf 1163 Meter werde ich noch die Jack Wolfskin Fleecejacke mitnehmen und zudem diese dünne Laufjacke von Decathlon, diese blaue. Ich denke, damit sollte es vollkommen ausreichend sein. Und ich werde zudem noch eine normale Hose und ein Pullover mitnehmen. Wenn ich mal abends irgendwo in ein Wirtshaus gehen möchte, wie man so schön da sagt, dann möchte ich nicht mit meinen Wandersachen da reinlatschen, sondern doch so ein bisschen normaler aussehen, in Anführungsstrichen. So, das war's mit dem kleinen Einblick. Das räume ich jetzt zusammen und dann geht's ans Verpacken ins Auto.
Ja, das eine oder andere habe ich schon runtergebracht ins Auto. Ja, sowas wie Schuhe beispielsweise. Ich werde auf jeden Fall auch noch ein Sixpack Wasser mitnehmen. Auch wenn das höchstwahrscheinlich unnötig ist. Aber ja, ich habe halt die Möglichkeit, ich habe den Platz. Und ja, warum soll ich nicht auch mitnehmen? Warum soll ich da nicht schon vorbereitet sein? Da wird sicherlich genug Supermärkte und sowas alles geben, aber irgendwie habe ich auch Spaß daran. Irgendwie, also es ist wirklich kurios, wirklich kurios. Auf dem Balkon hängt noch ein Pullover und noch eine Hose, die trocknet jetzt gerade noch, die ist frisch aus der Waschmaschine, kommt gleich noch in den Rucksack rein. Und ja, dann werde ich im Großen und Ganzen eigentlich alles zusammen haben, was notwendig ist für meinen kleinen Kurztrip übers Wochenende in den Schwarzwald. Ja, was gibt es sonst noch zu erzählen? Es sind etwa 400 Kilometer laut Google bis dahin. Ja, ich hoffe, dass es nicht allzu staulastig wird. Wir haben heute Freitag und der Feierabendverkehr ist ja doch dann ein bisschen früher als sonst. Wenn man so sagt, so 17, 18 Uhr. Aber ich glaube, wenn es so Richtung Köln geht oder auch vielleicht Richtung Frankfurt, fahren wir in Frankfurt vorbei? Keine Ahnung. Dann könnte es eventuell noch mal ein bisschen voller werden. Ja, schauen wir mal. Ne? Lassen wir uns auf jeden Fall überraschen. Und ja, das erste Ziel wird dann entsprechend das Hotel sein. Da mein ganzes Zeug abgeben und das Auto da abstellen. Ich habe mich da auch tatsächlich so ein bisschen umgeguckt, wo man da grundsätzlich parken könnte. Also laut Google Maps sieht es wohl danach aus, als wäre das Hotel in irgendeinem Industriegebiet oder irgendwie sowas in der Art, in der Nähe von der Messe. Da zu parken, ja, wollen wir mal schauen. Im Zweifel werde ich die 12 Euro investieren und da auf deren Parkplatz parken, wobei ich das schon echt happig finde, 12 Euro. Aber im Umkehrschluss muss ich auch sagen, ich habe es mir ausgerechnet, bei den Mehrkilometern, da ich ja ursprünglich eine Reservierung hatte für 900 Kilometer, die ich jetzt im Prinzip ja Open End habe. Das heißt, ich kann unbegrenzt Kilometer fahren, wie ich möchte, für 15 Euro mehr. Und ich habe da schon mit deutlich mehr Euros gerechnet, weil die das grundsätzlich so berechnen, pro mehr gefahrenem Kilometer bezahlst du 35 Cent. Und ich habe kalkuliert, so mit 1200 Kilometern, das wären um die 60 Euro, die noch on top kommen. Kommen sie jetzt in dem Fall nicht. Deswegen glaube ich, werde ich einfach diese 12 Euro investieren und da auf deren Parkplatz parken. So habe ich am frühen Morgen auch nicht die Notwendigkeit, da irgendwo noch einen Kilometer oder wie viel auch immer zum Auto zu laufen. Denn ich möchte ja zeitnah auf der Hohnisgrinde sein, zum Sonnenaufgang. Und ja, von Offenburg bis zu diesem Wanderparkplatz am Mummelsee sind es ja auch noch ein paar Kilometer. Und von daher, ich denke, das wird, glaube ich, eine gute Idee sein oder eine gute Lösung sein. Und ja, also ich scharre schon mit den Hufen. Ich würde am liebsten jetzt schon losfahren, aber ich muss natürlich auf die Kinder warten und auf meine Frau und so weiter. So ist das nun mal halt. Und ja, jetzt werde ich hier die restlichen Sachen noch verpacken. Die werde ich dann zum Auto bringen und ja, dann sehen wir mal, wie es dann weitergeht, was ich euch noch zeigen kann. Und schon wieder unterwegs, liebe Leute. Jetzt geht es erstmal darum, ich hole jetzt erstmal meine Kinder ab. Dann fahre ich kurz nach Düsseldorf, meine Frau abholen, weil das mit der Zugverbindung im Moment eine absolute Katastrophe ist. Da ist irgendwie eine Streckensperrung und die Züge fahren da nur mit maximaler Verspätung. Und ihr habt gesehen, ich habe im Prinzip alles geladen. Es könnte im Prinzip jetzt sofort losgehen. Aber wie gesagt, meine Kinder noch abholen, meine Frau noch abholen, einmal nach Hause fahren. Und dann geht's auf, wie gesagt, etwa 400 Kilometer. Ich habe mir eben tatsächlich noch bei YouTube ein Video reingezogen über dieses Auto hier mit den verschiedenen Einstellungsmöglichkeiten, Modi und sowas alles, weil ich im Nachhinein sehr oft festgestellt habe, wenn ich kurz bevor ich den Wagen wieder abgebe, dann sehe ich den Knopf und probiere den aus und denke mir, ach, warum hättest du denn nicht vorher mal ausprobiert und mal vorher drauf gedrückt? Und habe mich vorher so ein bisschen informiert über die verschiedenen Fahrmodi auch. Da gibt es Eco, Komfort, Sport und Individuell. Da kann man sich unterschiedliche Sachen anzeigen, einstellen lassen, Motorleistung und Unterstützungssysteme und was weiß ich nicht alles. Ich fahre aber auf Eco-Modus, ganz ehrlich, liebe Leute. So Sportmodus, das ist auch alles schön, aber das kostet auch, ne? Gerade bei den Spritpreisen heutzutage. Und ja, das wollte ich auf jeden Fall noch erzählt haben. Und ja, wie gesagt, jetzt geht es erstmal daran, die Kinder abzuholen und meine Frau. Und dann melde ich mich später nochmal, wenn ich auf der Autobahn bin
und es Richtung Schwarzwald geht. So, liebe Leute, unterwegs auf der Autobahn, das Navigationssystem sagt 386 Kilometer und kalkuliert mir eine Ankunftszeit von 20.34 Uhr. Das wäre natürlich richtig geil, weil dann könnte ich nämlich noch in die Innenstadt gehen von Offenburg und mir da irgendwie ein leckeres Abendessen suchen. Ich rechne aber mit dem einen oder anderen Stau, auch weil wir jetzt schon 10 nach 5 haben und der größte Berufsverkehr hoffentlich durch sein könnte, sollte, wäre natürlich ideal. Wir werden es auf jeden Fall sehen, wie wir hier durchkommen werden. Und ja, wie gesagt, liegen jetzt 385 Kilometer vor mir, bis nach Offenburg, bis zum Hotel auf jeden Fall. Und ja, dann würde ich sagen, nicht lang schnacken, auf geht's nach Offenburg. Noch 300 Kilometer, um genau zu sein, 295. Also ich kann euch sagen, Stau, Stau, Stau und nochmal Stau. Es ist hier ein Auf und Ab, beschleunigen, stehen bleiben fast. Aber jetzt sind wir auf jeden Fall erstmal Richtung Frankfurt unterwegs und hier scheint es doch einigermaßen flüssig zu laufen jetzt. Ja, wollen wir mal abwarten, wie sich das weiterentwickelt. Wie gesagt, 294 Kilometer noch und 83 Kilometer auf der A3. Dann werden wir die wohl wechseln irgendwo. Wir sind jetzt Richtung Montabaur unterwegs, Frankfurt. Und dann lassen wir uns mal überraschen, wie die wilde Fahrt hier weitergeht. Liebe Leute, es sind noch 190 Kilometer auf der A67 Richtung Basel und insgesamt 194 Kilometer. Somit sind wir jetzt ein Großteil auf der A3 gefahren und zwar bis Rüsselsheim und jetzt geht es von hier aus auf der A67 weiter Richtung Basel. Ich denke mal bis Offenburg, das wird die Abfahrt sein und dann sind es noch 3 Kilometer bis zum Hotel. Ich bin tatsächlich auf dem einen oder anderen Rastplatz angefahren und wollte eigentlich nur mal auf Toilette gehen. Ihr könnt euch nicht vorstellen, was hier los ist. Hier ist die Hölle los. War mir aber auch ehrlich gesagt nicht klar, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil klar, der Montag ist ein Brückentag und der Dienstag ist ein Feiertag. Aber ich bin nie auf die Idee gekommen zu sagen, die Leute fahren alle irgendwo für ein langes Wochenende irgendwo hin. Ja. So ist das halt, deswegen ist die Autobahn auch entsprechend voll, aber hier sieht es aktuell ganz okay aus. Und so würde ich sagen, geht es heiter weiter auf die nächsten 189 Kilometer auf der A67. So, guten Abend, liebe Leute, im Hotel Mercure in Offenburg. Also ganz ehrlich, die Autobahnfahrt, wo unbegrenzt ist, das ging ordentlich flott. Aber ja, da wo halt Baustelle ist und so weiter. Ihr kennt es ja sicherlich selber, da ist es ein bisschen problematisch. Ich bin schon eingecheckt, dritte Etage, Zimmer 307, glaube ich. Und da werde ich mir auf jeden Fall jetzt gleich ratzfatz erstmal die Neckerohr überschmeißen, sozusagen. Und mir auf jeden Fall erstmal was zu essen suchen. Aber wir haben nur vor 10, ich denke, hier wird man auch noch entsprechend was bekommen. So, 315. Dachte die Dame, 305. Jo, hier komme ich dann auf 307. 305, jawohl. 303, 304. 305. So, mal schauen. Sieht schon mal gut an. So rein hier. So, herzlich willkommen in der bescheidenen Hütte hier. Ja, so wie es zu erwarten war. Alles Roger, ich stelle mal eben das Zeug hier hin, lege ich mal kurz ab. Ich mache jetzt mal überall die Beleuchtung an. So, dann sehen wir nämlich auch ein bisschen mehr. So. Ja, ich denke. Mit Mercure Hotel oder Mercure, wie auch immer man das nennen mag,
Kann man, glaube ich, nicht viel verkehrt machen. Und ja, ihr seht, großes Bett für mich. Das ist auch mal eine Neuigkeit für mich. Hier haben wir eine Badewanne. Äußerst selten, habe ich so in der Form auch noch nicht gesehen. Ist, glaube ich, so ein kleiner Safe noch drin oder sowas. Ja, so ganz klassisch, ne? So wie man das kennt. Und was ich schon gesehen habe, es gibt hier zwar Instant-Kaffee, aber bisher also gar keinen. Und ja, ich würde sagen, ich richte mich jetzt hier kurz ein bisschen ein, gehe mal eben kurz auf Toilette und dann werde ich Google mal befragen, wo wir denn hier was Leckeres essen können. So, ich hoffe, man kann dich einigermaßen sehen. Ich habe jetzt mal bei Google Maps geguckt. Ja, konkret gibt es jetzt hier nichts, was interessant wäre, außer KFC und Burger King. Aber ehrlich gesagt, ich bin hier. Ich möchte gerne was gut Bürgerliches essen. Auch wenn ich weiß, dass wir jetzt schon 10 Uhr haben und höchstwahrscheinlich die meisten Geschäfte oder wie auch immer geschlossen haben. Aber wir haben Freitag. Also sollte eigentlich möglich sein, dass hier irgendwas zu finden ist. Lassen wir uns mal überraschen. Ich habe bei Google Maps auf jeden Fall geschaut, dass so in diesem Bereich hier, ich würde mal sagen in der Innenstadt, ja, dass da auf jeden Fall was zu finden sein sollte. Hubert Burda Media im Hintergrund im Übrigen und die Haltestelle heißt Burda. Sehr interessant, wusste ich auch nicht. Aber so ist das. Früher, kann ich euch sagen, bin ich nicht irgendwo unterwegs gewesen. Da habe ich mich nicht getraut. Also hört sich jetzt total blöd an. Aber mittlerweile, ich möchte ja die Umgebung kennenlernen und nicht nur diese Touri-Hotspots, sondern auch wirklich das, was interessant ist. Und ja, jetzt werde ich mal schauen, dass ich hier vielleicht die Straßenseite wechsle und dann werden wir uns was zu essen suchen. So, wieder zurück im Hotelzimmer, habe ich dann glücklicherweise doch noch was zu essen gefunden. In The Square gab es Crunchy Chicken Breast mit Pommes und angebratenem Paprika und sowas. Alles war richtig lecker. Ich hatte ja tatsächlich wirklich schon die Befürchtung gehabt, ich finde nichts mehr, weil da ist wirklich um 22 Uhr ist der Zapfenstreich, da ist fast nichts mehr auf. Jetzt ist das Hotel hier direkt neben der Oberrheinhalle und hier war gerade die Veranstaltung zu Ende. Und ja, sehr interessant, die ganzen alten Leute. Sollen sie ja machen, ne? Ist ja auch vollkommen in Ordnung. Und ich kann mal eben auf die Uhr schauen und zwar haben wir jetzt 23.10 Uhr. Also überhaupt gar keine typische Zeit für mich, noch wach zu sein. Deswegen werde ich mich jetzt hier weit fertig machen. Denn morgen früh klingelt entsprechend der Wecker. Denn ich möchte ja zum Sonnenaufgang auf der Hornisgrinde sein. Sonnenaufgang wird morgen um 8.06 Uhr sein. Das hört sich ganz angenehm an von der Uhrzeit her. Das ist aber so, dass ich von hier erstmal noch 46 Kilometer fahren muss, um an den Parkplatz zu kommen, wo ich dann die Wanderung im Prinzip starte. Ich hätte tatsächlich die beiden Hotels andersrum buchen sollen. Dann wäre das für die Anfahrt wesentlich besser gewesen. Ich glaube, ich hatte das schon in einem der Livestreams erzählt. Aber so ist es jetzt nun mal halt. Und ich habe dieses Hotel gewählt, weil die halt eben einen sogenannten Late Check-in haben. Weil ich halt nicht wusste, um wie viel Uhr ich hier eintrudeln werde. Und es bringt mir halt nichts, ein Hotelzimmer zu buchen, was nur bis 18 Uhr ein Check-in hat, wo ich sowieso von vornherein weiß, 18 Uhr unmöglich zu schaffen und so hat es jetzt gepasst. Ich kann euch aber an dieser Stelle versprechen, das weitere Hotel, das wird komplett anders sein. Ich hoffe, das ist so richtig typisch Schwarzwald, wie man sich das aus dem Klischee vorstellt. Das ist ein Landhotel und Gasthaus ist da mit bei und sowas alles. Also lasst euch auf jeden Fall mal überraschen. Da geht es morgen Abend dann hin. Da werde ich dann entsprechend auch ein bisschen mehr Zeit haben und überlege tatsächlich, weil wirklich auf der anderen Rheinseite, nicht Rheinseite, auf der anderen Kinzigseite sozusagen, fängt ja Straßburg an oder ist Straßburg. Das ist wirklich, wirklich nicht weit entfernt. Und ich habe ja den Sonntag noch, zumindest so einen halben Tag. Und ich überlege mir tatsächlich die zweite Wanderung, die ich da geplant habe. Auch durch den Schwarzwald natürlich, einfach vielleicht zu canceln und so eine kleine Städtetour zu machen. Wobei mir das ehrlich gesagt nicht ganz so passt, aber ich möchte auch nicht zu viel jetzt in die kurze Zeit quetschen und mich da wieder abhetzen und stressen. Ich werde morgen erstmal die wunderschöne 23 Kilometer lange Wanderung machen. Wer weiß, vielleicht ergibt sich das von der Zeit her,
dass wir dann am Nachmittag noch Zeit haben, da mal nach Straßburg zu gehen oder nach Straßburg zu fahren oder eben auch nicht. Ich habe auch überlegt, ob ich zum Feldberg fahre, aber ganz ehrlich, das wäre auch nochmal ein ganzes Stückchen weiter zu fahren und das ist auch alles Zeit, was da flöten geht. Und wie gesagt, möchte ich mich auf jeden Fall nicht abhetzen. Deswegen werde ich mich jetzt im Bett fertig machen und wir sehen uns auf jeden Fall in aller Frühe morgen frisch geduscht und mit dem ersten Kaffee hoffentlich. Und so wünsche ich erstmal eine gute Nacht und bis morgen früh. Guten Morgen, liebe Leute. Wir haben 5:35 Uhr und ich muss jetzt auf jeden Fall erstmal meine Uhr laden und dann werde ich mir erstmal einen leckeren Kaffee machen. Hoffentlich ist der lecker. Ich gucke lieber immer oder ich gucke sehr gerne in Hotelzimmern in den Wasserkocher, sofern denn eine verfügbar ist. Genau, nein, das ist die Kamera. Weil ich schon mal erlebt habe, dass da jemand Eier drin gekocht hat. Und ich möchte natürlich keine Eierschale hier oder ähnliches in meinem Kaffee haben. Das sieht alles in Ordnung aus. Hol ich mal kurz Wasser. So, da bin ich wieder. Und machen wir erstmal einen Kaffee hier. Ich weiß auch nicht, was das hier ist. So. Ich glaube, wir müssen erstmal hier die Lampe jetzt ausmachen. Also, ihr hört es auch, hier ist ordentlich Remi-Demi. Ich hoffe, das geht jetzt mit der Beleuchtung klar. Aber das passt schon, glaube ich. Ja, das Hotel, das ist ganz okay. Es war hin und wieder ein bisschen lauter, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber nicht jetzt von irgendwelchen Mitbewohnern sozusagen, sondern eher von draußen. Weiß ich auch nicht, also die hupen sich da teilweise ein zurecht, hier fährt die Polizei vorbei und sowas alles. Und diese Beleuchtung hier vom Mercure-Hotel, die strahlt hier komplett rein. Und also wenn ich schlafe, dann hätte ich es gerne komplett dunkel. Ich weiß, ich bin das von meinen Töchtern gewohnt, dass wir da immer so ein kleines Nachtlicht anhaben, aber am liebsten hätte ich es wirklich komplett dunkel. Ja. Und deswegen, ich mache mir jetzt erstmal Kaffee, dann gehe ich kurz duschen, dann ziehe ich mich um, an, packe hier mein ganzes Gerödel zusammen und dann geht es auch schon los Richtung Ronnys Grind. So, Duschen ist beendet und ich habe die Wettervorhersage natürlich gecheckt und es wird tatsächlich, ob man glaubt es oder nicht, es wird nochmal sommerlich warm heute. Es sollen heute bis 25 Grad werden. Deswegen habe ich auf jeden Fall ja, meine Wanderhose an, die ja mit dem Reißverschluss ist, wo man die Beine abmachen kann. Ich habe mir auch überlegt, nimmst du eine separate kurze Hose mit? Aber ganz ehrlich, ich habe jetzt gerade mal eben rausgefühlt sozusagen. Wir haben aktuell 12 Grad. Und wenn wir da oben auf 1163 Meter oder was sind, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass es dann noch ein bisschen kühler ist. Und ich möchte mir natürlich nicht unnötigerweise den Arsch abfrieren, denn ich werde schon, ja, so eine halbe Stunde etwa da oben stehen und warten, bis die Sonne aufgeht, ne? Bevor ich wirklich aktiv wieder losstarten kann, muss ich dann mal andere Socken hin. Den anderen Socken habe ich schon an. Ich bin auf dem Rücken. Ich habe natürlich, wie gesagt, keine Lust mehr, den Popo abzufrieren. Und ja, wie war die Nacht? Ja, war eher durchwachsen. Ich habe mich hin und her gewälzt und ach, das war kein richtig erholsamer Schlaf, aber dennoch, ja, ein bisschen Schlaf habe ich gefunden und das soll und muss jetzt leider nun mal auch reichen. Ich wollte eigentlich ursprünglich die Videos, die beiden, die ich jetzt mache oder die beiden Wanderungen ohne Käppi machen. Blöderweise habe ich aber vergessen, mir Haarspray zu holen. Deswegen werde ich jetzt doch auf die Käppi zurückgreifen. Vielleicht werde ich heute Nachmittag Zeit haben, noch irgendwo in DM oder irgendwie sowas rein zu sneaken sozusagen, um mir mal eben Haarspray zu holen. Ich hätte das auch an irgendeinem Rastplatz oder Rasthof oder sonst irgendwas sicherlich holen können, aber ganz ehrlich, ich sehe nicht ein, da 6 Euro für so ein bisschen Haarspray zu bezahlen. Ja, deswegen, ich trinke jetzt mein Käffchen auf, Zähne putzen, den Bart schön machen einigermaßen. Dann packe ich meine 7 Sachen hier zusammen. Taschenlampen und sowas habe ich auch schon vorbereitet. Einmal 120 Lumen, einmal mit 350 Lumen. Und ich bin mir sicher, wir werden da heute einen grandiosen Sonnenaufgang erleben. Da bin ich fest von überzeugt. Ich habe jetzt gerade eben nochmal, wie gesagt, rausgeschaut
und habe ein Foto gemacht, blende ich jetzt mal ein. Da kann man auf jeden Fall die Sterne sehen. Und das heißt, liebe Leute, wir haben sternenklaren Himmel. Das heißt, wenn alles klappt, suchen wir uns da oben die perfekte Stelle. Da oben gibt es diesen Hornisgrindenturm oder Bismarckturm, einer von beiden, ich weiß jetzt nicht, welcher ist. Und dann werden wir da einen richtig geilen Sonnenaufgang filmen und erleben. Also ich freue mich auf jeden Fall. Wir haben 6 Uhr jetzt, in einer halben Stunde ungefähr geht's los. Und was soll ich sagen? Die ist einfach geil. So, jetzt geht natürlich just in dieser Sekunde das Licht aus, ist auch geil. Wir haben jetzt, ich guck mal auf die Uhr, 6 Uhr, Entschuldigung, 32. Ich werde jetzt mal eben hier die Navigation starten. Und dann lassen wir uns mal anzeigen, wie lange wir dahin brauchen. Mal schauen, ob das funktioniert mit Spracheingabe. Gestern hat es eigentlich ganz gut funktioniert. Oh, das leise machen, nicht, dass es hier urheberrechtliche Probleme gibt. Bitte warten. Ich hoffe, das ist für euch in Ordnung, wenn ihr kurz wartet. So, zack. Jetzt gucken wir mal. Ich glaube, ich muss ja länger drücken. Navigiere zum Berghotel Mummelsee. Die Online-Verbindung konnte leider nicht hergestellt werden. Bitte versuchen Sie es später erneut. Navigiere zum Mummelsee. Nee. Navigiere zum Mummelsee. Die Online-Verbindung konnte leider nicht hergestellt Ich werden. melde mich Bitte gleich nochmal. Ich versuchen muss Sie mal es eben kurz die später Adresse erneut. raussuchen. So, jetzt habe ich auch die Adresse. Auf ein neues. Navigiere zur Schwarzwaldhochstraße 11 in Seebach. Einen Moment bitte. Bitte schön. Okay, Seebach, Schwarzwaldhochstraße, 11, gute Fahrt. Dankeschön. So, jetzt sagen wir mal, was das Moped mir hier ansagt. So, Bitte Start. fahren Sie zur angezeigten Route. 46 Kilometer, 7:15 Uhr werden wir da. Und ich weiß, wir kommen da an einem McDonald's noch vorbei. Da werde ich mir auf jeden Fall noch einen Kaffee holen. Und vielleicht kommt er auch sogar eine Bäckerei uns ja, über den Weg sozusagen. Dann werden wir da entsprechend auch anhalten. Denn wie gesagt, also Frühstück könnte ich zwar hier machen, aber die öffnen erst ab 6:30 Uhr. Und das ist für meine Zwecke heute leider ein bisschen zu spät. Los geht's Richtung Mummelsee. So, da sind wir schon in Aachen angekommen. Wir haben jetzt noch 17 Kilometer und ich habe eine Bäckerei gefunden. Eine richtige, ich freue mich, Bäckerei Orlemann. So richtig, ja, also ich weiß nicht, also nicht so wie diese Ketten, so wie man sie kennt. Ich habe mir jetzt zwei fette Brötchen machen lassen, Kaffee, Creme. Und jetzt geht's weiter Richtung Wanderparkplatz am Mummelsee. Und dann geht's rauf auf die Hornisgrinde. Los geht's! So, liebe Leute, da oben ist das Berghotel, der Mummelsee und alles Mögliche. Das werdet ihr aber im Video sehen. Ich werde jetzt hier einen harten Cut machen, melde mich dann später wieder. Wenn ich am Auto bin, dann geht es erstmal dann in die weitere Unterkunft und dann werden wir sehen, wie es weitergeht. Also, ich freue mich auf jeden Fall und so sage ich bis später. So, liebe Leute, die Wanderung ist beendet. Das war ein Träumchen, mehr kann ich dazu nicht sagen. Einfach traumhaft, diese Wanderung, diese Gegend. Hier vor mir noch der Berghotel Mummelsee. Und wie ihr sehen könnt, da ist ordentlich Remi-Demi. Da ist das Berghotel. Für mich geht es jetzt aber erstmal Richtung meinem Hotel. Mal ein bisschen frisch machen, duschen und so weiter. Und dann werden wir voraussichtlich, ja, ich denke mal so Richtung Straßburg fahren. Bisschen Straßburg unsicher machen, vielleicht ein bisschen was essen. Und ja, schauen wir mal. Also, liebe Leute, dieses Hotelzimmer ist mit dem, wo ich in der letzten Nacht übernachtet habe, nicht mal ansatzweise zu vergleichen. Ich zeige es euch, also ist der Knaller. Ich drehe mich mal. Und lass das einfach mal wirken. Ja, klar, die haben jetzt für eine Person gedeckt, ist ja auch nur eine Person da. Der Fernseher,
Also im Übrigen war es wirklich so, dass eine Dame mitgekommen ist, mir das gezeigt hat, das Zimmer gezeigt hat, dass man den Fernseher irgendwie drehen kann. Kann den drehen, ich werde bekloppt. Weil da hinten kann man sich auch gemütlich machen. Und soll ich sagen, guckt euch das an hier, ist doch der Wahnsinn hier. Kannst du gucken, wie du willst. Wahnsinn. So. Wahnsinn. Und dann gehen wir einmal ins Badezimmer rein. Einmal Licht an. Und hier haben wir einmal dann den Duschbereich. Ach Leute, ganz ehrlich, das ist mega. Und ich glaube, preislich sind die sogar sehr ähnlich, die beiden Hotels. Licht ausmachen. Minibar gibt es hier auch noch. Die Flasche Wasser geht aufs Haus, hat die Dame gesagt. Hier ist entsprechend noch Schrank. Ein begehbarer Kleiderschrank. Junge, Junge, Junge. Nicht schlecht, nicht schlecht. Landhotel zum Wagen. Ich kriege auch kein Geld oder ähnliches von denen. Aber es ist einfach ein Träumchen. Hier können wir nochmal rausschauen mit Terrasse. Klar, wenn ich mich jetzt ums Eck drehen würde, hätte ich tatsächlich auch einen Blick auf den Schwarzwald. Habe ich jetzt in dem Fall nicht, ist aber vollkommen egal. Ah, und jetzt überlege ich mir tatsächlich, ich werde mich jetzt frisch machen. Dann werden wir Richtung Straßburg fahren, da ein bisschen ja, die Umgebung erkunden, ein bisschen gucken hier, gucken da. Die Dame hat mir auch gesagt, dass die Abendessen hier machen bis 20:30 Uhr, also warme Küche. Ich muss mal schauen, wie ich das organisiere. Wäre natürlich toll, hier zu essen. Dann brauche ich mir nämlich keinen Stress machen. Wie viel haben wir jetzt eigentlich? Wir haben jetzt 15:55 Uhr. Ach, wie gesagt, also ich gucke jetzt mal. Die Dame sagte zu mir, es wären 30 Kilometer bis nach Straßburg. Ich werde jetzt erstmal duschen gehen und dann sehen wir auf jeden Fall erstmal weiter. So, liebe Leute, frisch geduscht, sitze ich im Auto. Jetzt geht's nach Kehl und dann werden wir zu Fuß über die deutsch-französische Grenze laufen. Ob wir es bis nach Straßburg reinschaffen, weiß ich leider nicht. Das sind nämlich 5,7 Kilometer. Problem ist, ich darf mit dem Auto nicht im Ausland fahren. Ich darf schon, aber das kostet nämlich extra Gebühren und so weiter und so weiter. Deswegen werden wir jetzt erstmal zu einem Park-and-Ride-Parkplatz fahren am Bahnhof Kehl. Und dort werden wir dann einmal auf die französische Seite gehen. Mal schauen, wie weit. Aber ja, wir haben jetzt 16:18 Uhr. Ich denke mal so bis 20 Uhr werde ich, denke ich, wieder hier sein. Und dann kann ich mich hier schön ja, was Leckeres zu Gemüte führen. Und ja, also auf geht's nach Kehl zum Park-and-Ride-Parkplatz. Liebe Leute, herzlich willkommen in Straßburg. Ihr habt gerade die Brücke gesehen. Das ist quasi der Übertritt von Deutschland nach Frankreich. Ich habe auch überlegt, ob ich es schaffe, bis zum Straßburger Münster, das wären 3,5 Kilometer, unterhängen und würgen würde ich es auch schaffen. Aber ganz ehrlich, Leute, ich muss den ganzen Weg auch wieder zurück. Ich muss auch die Fahrt wieder zurück. Und ich möchte ja auch noch lecker Abendessen da. Und da muss ich ehrlich gesagt sagen, dass mir das Abendessen ein kleines bisschen wichtiger ist als irgendwelche Kathedralen, die in Straßburg stehen. Es hat leider nicht sollen sein. Ja, gut, ist jetzt halt so. Aber wir sind auf jeden Fall in Frankreich und hatte gerade eine ganze Zeit lang kein Internet und konnte nicht telefonieren und so weiter. Früher ging das auch alles irgendwie ein bisschen einfacher. Vielleicht aber auch nicht. Keine Ahnung. Auf jeden Fall bin ich jetzt wieder auf dem Rückweg Richtung Rhein also zur Brücke, die über den Rhein führt, auf die deutsche Seite nach Kehl. Und ja, schauen wir mal, was wir vielleicht da Konkretes noch entdecken können. Dann gehen wir vielleicht mal unten so ein bisschen an den Rhein. Schauen wir mal. Aber bis zum Straßburger Münster habe ich es leider nicht geschafft. Egal, somit geht es weiter Richtung deutsch-französische Grenze zurück.
Leute, herzlich willkommen zurück auf der besagten Brücke, die die deutsch-französische Grenze überschreitet. Ich habe auch extra mal bei Google geguckt, wo die Grenze ist. Die verläuft natürlich genau in der Mitte vom Rhein. Und ich denke mal, ich zeige mal die andere Brücke. Da dürfen aber nur Züge drüber fahren. Ich gehe mal davon aus, dass dieser mittlere Brückenpfosten die Mitte markiert. Das entscheide ich jetzt einfach mal so. Und dann werden wir gleich von Frankreich nach Deutschland wieder zurück wandern sozusagen. Und auch ein kleines bisschen. So, ich gehe noch mal ein Stück zurück. Ich würde fast sagen, dass dieser Ausleger hier, dass der die Grenze ist. So. Also sind wir auf deutsch-französischer Seite zugleich. Ja, hier seht ihr es. Ist natürlich Usus, aber trotzdem diese kleinen Spielchen. Es macht halt Spaß. So. Und ja, da hinten kann ich den Schwarzwald weiterhin sehen. Der geht dann noch weiter runter bis nach Freiburg und sowas alles. Morgen werde ich dann auch eine weitere kleine Wanderung starten. 15 Kilometer mit der schönen Natur. Und die ein oder andere Schutzhütte, die ich auch aus dem ein oder anderen YouTube-Video kenne, ihr vielleicht auch. Das ein oder andere, ja, wie sagt man, Hüttenbuch ist auf jeden Fall auch da. Da werde ich mich auf jeden Fall auch eintragen. Und das mal so als kleinen Ausblick vorab. Und ja, da vorne ist auch schon wieder der Bahnhof Kehl. Ich habe auf dem Park-and-Ride-Parkplatz geparkt, der sehr voll war. Weil er auch, ich glaube, da ist irgendeine Veranstaltung oder irgendwie sowas, keine Ahnung. Macht aber auch nichts. Hauptsache ich habe einen Parkplatz bekommen. Damit geht es jetzt wieder zurück ins Hotel. Ich denke mal, wir werden jetzt so kurz vor 6 haben. Da werde ich vielleicht um kurz vor 7 da sein. Da werde ich gar nicht irgendwo erst hochgehen ins Zimmer. Dann werde ich direkt mir da was zu essen einverleiben sozusagen. Vielleicht kann ich da irgendwie mir noch eine Flasche Bier oder sowas mit aufs Zimmer nehmen. Und wenn das WLAN funktioniert, habe ich vor, einen kleinen Livestream zu machen. Weil diese, ihr habt es ja gesehen. Ah ja, Brücke Pont Beatus Renanus. Ich kann leider überhaupt kein Französisch. Eingeweiht am 28.04.2017. Genau, dann werde ich einen Livestream machen, weil diese kleine Lounge-Ecke sozusagen, die lädt da förmlich zu ein. So werden wir das machen. So würde ich sagen, geht es jetzt erstmal wieder zurück zum Auto, wieder zurück zum Hotel und dann melde ich mich da nochmal wieder. Ach, liebe Leute, ist dein Leben schön. Ich werde auf jeden Fall mir jetzt heute hier einen schönen Abend machen. Morgen früh um 8 Uhr gibt es Frühstück erst. Deswegen ja, habe ich auf jeden Fall sehr viel Zeit hier, mich vorzubereiten, mich auszuruhen und alles Mögliche zu machen, was man halt am Abend im Hotelzimmer macht, wobei das hört sich jetzt ein bisschen komisch an. So ist es auf jeden Fall nicht gemeint. Ich werde jetzt ein bisschen Fernsehen gucken, mir die Flasche Wasser hier reinhauen. Ich glaube, ich habe den ein oder anderen leckeren Snack noch dabei. Das Essen, liebe Leute, war par excellence. Ich blende mal ein Bild ein, ich wollte da jetzt nicht filmen. Denn im Wirtshaus in der Wirtsstube ist richtig Remi-Demi. Von daher wollte ich ja jetzt auch nicht großartig die Kamera auspacken und da irgendwelche Sachen filmen und sowas alles. Die denken wahrscheinlich sowieso, was macht der da, der Bekloppte? Wobei, nee, glaube ich nicht, sehr Blödsinn. Ja, auf jeden Fall werde ich mir jetzt, wie gesagt, hier einen schönen Abend machen und würde sagen, ich melde mich morgen früh nochmal zum Frühstück und so machen wir das. Bis morgen früh. Ich wünsche einen wunderschönen guten Morgen, liebe Leute. Wir haben 7.30 Uhr. Normalerweise hätten wir ja schon 8.30 Uhr wegen der Zeitverschiebung. Jetzt muss ich noch eine halbe Stunde ja, warten, bis es Frühstück gibt. Die Sachen habe ich soweit schon zusammengepackt und umgepackt und verpackt und was weiß ich nicht auch alles. Und nutze jetzt die Zeit, da es ja schon relativ früh wieder hell wird, dass ich mal die Drohne steigen lasse. Ich hoffe, ich gehe jetzt hier richtig. Ich habe nämlich von Google Maps eine Stelle anzeigen lassen, wo ja, man problemlos die Drohne starten lassen kann. Aber ich glaube, ich gehe hier falsch. Deswegen werde ich jetzt mal eben nochmal auf die Karte schauen. Und dann melde ich mich gleich nochmal, wenn wir am Stadtplatz sind. So, meinen Platz habe ich gefunden. Im Hintergrund könnt ihr das Hotel nochmal sehen. Richtig schön, richtig gut geschlafen. Habe trotzdem ein bisschen Kopfschmerzen. Aber ich glaube, das sind die Anstrengungen von gestern.
die so ein bisschen noch in den Knochen stecken. Und ich freue mich tatsächlich wirklich gleich auf ein leckeres, ausgiebiges Frühstück. Da werde ich meine 7 Sachen zusammenpacken und dann geht es nochmal auf 56 Kilometer bis zum Startpunkt leider. Ich habe ehrlich gesagt gedacht, das wäre ein bisschen näher, dass es jetzt 56 Kilometer sind. Damit habe ich nicht gerechnet. Deswegen habe ich auch aus Zeitgründen ein bisschen die Tour noch angepasst. Das sind nicht mehr 15 Kilometer, sondern nur noch 11 in Anführungsstrichen. Ah, hier fährt gerade ein Zug irgendwo her. Ja, auf jeden Fall werde ich jetzt mal die Drohne steigen lassen und euch ein paar Bilder jetzt zeigen. Also liebe Leute, ich kann wirklich an dieser Stelle nur sagen, beide Daumen nach oben für dieses Landhotel zum Wagen oder am Wagen. Also einfach traumhaft. Wenn ihr in der Nähe seid, schaut gerne mal bei denen auf der Webseite vorbei. Ich kriege kein Geld von denen, ich werde nicht gesponsert oder sonst irgendwas. Diese Werbung, die ich für die mache, kommt zu 100% von mir selbst, weil ich Bock drauf habe, weil das so ein tolles Hotel ist. Mit einer tollen Lage, tollem Essen, tollen Hotelzimmern, tollen Ausblicken, einem begehbaren Kleiderschrank. Also, was willst du denn mehr? Ja, also, Frühstück war auch hervorragend. Ich hätte noch deutlich mehr essen können, aber ich war schon satt. Und leider ist es so, dass ich diesen wundervollen Platz jetzt hier räumen werde, denn es geht jetzt weiter auf eine 11 Kilometer lange Wanderung durch die wildere Natur, denke ich, durch etwas, ja, trauere Natur, vielleicht aber auch nicht. Lassen wir uns überraschen, das werdet ihr ja dann im Video sehen. Und so werde ich jetzt, wie gesagt, meine 7 Sachen hier packen, mich auschecken und dann geht es erstmal noch 56 Kilometer zum Startpunkt. Und so würde ich nicht lang schnacken, sondern los geht's. Also liebe Leute, herzlich willkommen zurück am Wanderparkplatz hier unterhalb des Glaswaldsee. Ich kann auf jeden Fall sagen, das war eine absolut fantastische Wanderung. Schöne Grüße nochmal an den Markus, den habe ich ja getroffen, habt ihr im Wandervideo gesehen oder eventuell noch nicht. Denn ich stelle mir halt eben auch die Frage, wie veröffentliche ich das, weil es ja im Prinzip 3 Videos sind. Einmal dieser Vlog, so wie hier. Einmal die Wanderung von gestern rund um die Hornisgrinde und jetzt heute nochmal die 11 oder 12 Kilometer. Ja, durch einen kleinen anderen Teil des Schwarzwalds. Ja, ich werde mal schauen. Ja, mich führt der Weg jetzt wieder nach Hause, denn wir haben schon 14 Uhr, wobei, nee, haben wir gar nicht, wir haben 13 Uhr und ja, ich habe hier auch noch ein paar Kilometerchen vor mir und von daher würde ich sagen, wir schnacken nicht lang, jetzt geht es erstmal heimwärts und ja, schauen wir mal, wie viele Kilometer das werden, das werde ich euch jetzt noch ansagen. Bitte fahren Sie zur angezeigten Route. Das Lustige ist, er zeigt mir erst an 319 Kilometer und jetzt sind es 433. Um 19.49 Uhr soll ich jetzt da sein. Ja, dann würde ich sagen, auf geht's. Wobei, nee, wir müssen ja eine Stunde zurückrechnen, 18.49 Uhr. Ja, also würde ich sagen, auf geht's, heimwärts Richtung Solingen. Bevor es jetzt auf die wilde Fahrt geht, werde ich mir auf jeden Fall mal eine Stärkung reinhauen. Und zwar gibt es jetzt erstmal was ganz was Feines. Ihr könnt es da hinten schon sehen, von McDonald's. Ich würde natürlich gerne was anderes essen, aber ganz ehrlich, ich habe jetzt auch keine Zeit, mich noch mal irgendwo reinzusetzen und so Klamotten. Ich möchte ja auch irgendwann mal nach Hause kommen. Und so gibt es jetzt 2 Happy Meal und dann geht es hier direkt auf die Autobahn. So, immer noch auf der A5 unterwegs Richtung Frankfurter Kreuz und Co. Wir sind jetzt hier auf Höhe von Heidelberg. Da denke ich immer gerne an den Mammutmarsch Heidelberg, der auch so ordentlich viele Höhenmeter haben soll. Wenn man hier so, ja, mal nach rechts schaut Richtung Heidelberg,
Dann sieht man auch einige ordentlich hohe Berge, ähnlich wie im Schwarzwald. Vielleicht werde ich es ja mal im nächsten Jahr schaffen, beim Mammutmarsch Heidelberg mitzumachen. Vielleicht auch nicht, keine Ahnung. Sowas entscheidet sich am meisten spontan. Das wisst ihr ja mittlerweile. Und ich hoffe, dass es hier gleich wieder vorbei ist mit dem Stau. Weil Stau ist unglaublich unproduktiv und kontraproduktiv und wie auch immer. Ja, weil meistens, wenn du dann irgendwo durch den Stau oder diesen See fließenden Verkehr durch bist, gibt es eigentlich gar keinen Grund, warum die langsam gefahren sind. Ne? Weil hier, klar, im Moment ist 100 und mein Display zeigt mir hier an, ist eine Baustelle. Kann natürlich sein, dass es hier vielleicht nur gleich kurz einspurig wird oder eben auch nicht. Keine Ahnung. Wir werden es erleben, aber so langsam geht die Sonne unter. Wir haben ja eine Stunde früher jetzt im Prinzip, wo die Sonne untergeht. Das heißt, es wird morgens früher hell und abends früher dunkel. Ist das richtig? Ich glaube ja. Ja, so sieht es aus aktuell. Und ja, ich würde mich dann zu gegebener Zeit bei euch nochmal melden. Und ja, so machen wir das. Also geht es weiter auf der A5 Richtung Frankfurt. So, liebe Leute, guten Abend. Wir sind jetzt hier im Siebengebirge und hier sind 7 Kilometer Stau. Die sind auf jeden Fall angekündigt gewesen. Ich habe eben eine Abfahrt Königswinter, glaube ich, so eine Riesenschlange an Autos gesehen, die da abgefahren sind. Aus welchen Gründen auch immer. Ich meine, klar, 7 Kilometer Stau ist natürlich nicht so geil. Aber deswegen jetzt abzufahren, sehe ich überhaupt nicht. Also wir stehen vor St. Augustin auf der A3. Die wird uns jetzt noch 34 Kilometer begleiten und dann geht's Richtung Solingen weiter. Und ja, also ich glaube, das war alles in allem eine richtig runde Sache hier an diesem Wochenende im Schwarzwald. Ich kann mich an dieser Stelle nur recht herzlich bedanken für euren Support, für eure Nachrichten, für eure Kommentare und allem Möglichen, was da so alles zugehört. Und möchte hier an dieser Stelle im Stau diesen Road Vlog sozusagen beenden. Ich bedanke mich recht herzlich bei euch fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat dieser Vlog, wie gesagt, genauso viel Spaß gemacht wie mir. Vergesst auf jeden Fall nicht, einen Daumen hoch dafür zu geben für das Video und auch für die kommenden Schwarzwald-Videos. In diesem Sinne bin ich raus. Ich bedanke mich recht herzlich bei euch fürs Zusehen. Und wir sehen uns garantiert im nächsten Video. Bis dahin, euer Jörg.